Servicestelle Fundraising und Stiftungswesen wurde damals eingerichtet für die Fußlahmen Landeskirchen. Es gab eben einige Landeskirchen, die waren eben schon sehr weit. Es ging aber um eine flächendeckende Professionalisierung im kirchlichen Fundraising, also dass in allen Landeskirchen Fundraising-Beauftragte implementiert werden sollten. Und dafür wurde die Servicestelle Fundraising und Stiftungswesen eingerichtet. Wir haben natürlich die unterschiedlichen Entwicklungen, die wir im letzten Jahr im Fundraising gesehen haben, auch in die Servicestelle eingeholt und sehen uns da momentan schon als ein Motor des kirchlichen Fundraisings in Deutschland. Zurzeit geht es eben sehr stark um Formen der Digitalisierung. Also unser Hauptprojekt ist momentan ein Relaunch der Serviceseite Fundraising Evangelisch, wo eben also sehr viele Informationen rund ums kirchliche Fundraising und auch mögliche Formen der Vernetzung möglich sind. Ich glaube, es wäre gut, wenn ein stärkeres Bewusstsein noch auf der Leitungsebene vorhanden wäre. Ich meine, wir haben die Zahlen, wie die Demografie sich in den kommenden Jahren entwickelt wird. Von daher ist klar, dass die Kirchensteuer also zurückgehen wird und dass private Mittel einen immer wichtigeren Raum einnehmen werden. Deshalb wäre es gut, wenn die Kirchen sich insgesamt in diesem Bereich stärker aufstellen würden. Und mein Wunsch wäre immer, wenn die Finanzreferenten einfach Vorgaben geben würden den Gemeinden bis zum Jahr 2025 oder bis zum Jahr 2030 eine bestimmte Prozentzahl, die eben zu den Einnahmen, die durch die Landeskirche zugeteilt werden, wie viele Einnahmen denn eigentlich auch über private Mittel kommen sollen bzw. erwirtschaftet werden müssen.